Die Hochsteiermark steht noch immer im Banne des Besuchers der höllischen Gesellen, der Krampusse und des gütigen Nikolaus. Die Hochsteiermark ist dafür bekannt, das Brauchtum und die Volkskultur besonders hochzuhalten. Der Teufel ist los, so erlebten viele den traditionellen Krampuslauf in Bruck an der Mur. Spannend, vor allem wie sanfte Bürger sich in teuflische Gestalten verwandeln. Ein Krampuslauf, an den man sich immer gerne erinnert. Das erste Bauchkribbeln ist vorbei, wenn sie einmal gesehen und da und dort auch ein wenig gespürt werden. Lange noch wirken die ersten Eindrücke nach. Die Kleinen und Kleinsten, sowohl Mädchen als auch Buben, spüren den heißen Atem der höllischen Gesellen. Die beste Stimmung und das angenehme Gefühl, dass diese zunächst gruselig erscheinenden Gestalten liebe Freunde sind, die sich hinter diesen selbstgefertigten Larven verstecken und Friedvolles im Sinne haben. Auch Bürger und kommunale Politiker gelobten bis zum nächsten Mal noch braver zu sein. Jetzt folgt Weihnachten, dann knallen die Korken und wir begrüßen das neue Jahr 2019.